Und genau, ich bin mega hyped heute, den Team-Call zu hosten, habe mega Bock. Und ja, ich swipe mal kurz ein bisschen nach rechts. Ich hoffe, dass ich ein paar Gesichter sehe. Ja, let's go. Ich weiß doch, ihr seid alle hübsch. Genau, aber hier gibt es noch ein paar Leute, zum Beispiel Lea, Linda, Emily, Jackie, Alisa. Ihr könnt auf jeden Fall auch gerne die Kamera anmachen, Melissa und so weiter. Weil ja, heute freue ich mich nämlich, weil wir einen Special-Call haben. Und zwar nicht einen Special Guest, sondern noch viel specialiger eigentlich als ein Special Guest, und zwar einen Rising Star Call einfach. Und zwar einfach ein paar Leute, die Bro, du bist stumm. Geht's jetzt wieder? Perfekt, perfekt. Ja, heute kommt ist wieder ein Special Call, und zwar nicht mit einem Special Guest, sondern eigentlich noch viel specialiger, und zwar aus unserem Team, die Rising Stars. Also die Leute, die sich in letzter Zeit extrem krass entwickelt haben und ja schon einige Steps gelernt haben, wo ich einfach mega fasziniert bin, was sie in der letzten Zeit einfach so vor allen Dingen an der persönlichen Entwicklung hingelegt haben, vor allen Dingen was das Trading angeht, das Marktverständnis oder generell das Verständnis, wie man die Produkte richtig nutzt. Und natürlich auch der Network-Aspekt, aber generell natürlich auch der Persönlichkeitsentwicklung-Aspekt, weil das ist immer für mich das Allerwichtigste, weil ich sage ja in jeder Einarbeitung auch immer, 90% ist Mindset, 10% ist Skillset. Mein Mentor hat mir immer gesagt, dein Einkommen ist immer ein Spiegel von deiner Persönlichkeit. Das heißt, wenn du persönlich wächst, wird dein Einkommen hinterherziehen. Und bei diesen Leuten habe ich eine sehr krasse Entwicklung in der letzten Zeit gesehen. Deswegen dachte ich mir einfach, hey, du bist jetzt noch nicht lange am Start, lass doch einfach mal deine Erfahrungen am Anfang teilen. Und genau, die erste Person, die werde ich nicht selber ankündigen, sondern Patrick. Ali, gib ihm einfach gerne mal den Host, das Wort. Patrick, du kannst die erste Person ankündigen und ich höre zu. Ja, so, leider ohne Kamera, alles klar. Die erste Person ist Ruben, ja. Ich kenne ihn schon ein bisschen, wir haben schon öfters telefoniert. Kommt auch ganz nah, also eine Stunde weg von mir, ja, wirklich, muss sagen, absoluter G. Auch im Sport drin, so wie ich, ja. Ich muss eigentlich nicht zu viel zu ihm sagen. Ihr werdet es merken, er weiß, was er macht. Und ihr könnt wirklich was von ihm lernen. Deswegen, Ruben, Finn in Stumm stehen oder soll ich das machen? Kann ich das machen? So. Jojo, hört man mich? Jo. Perfekt. Dann erstmal Dankeschön für das Edifying. Ja, Mann, ich bin jetzt im dritten Monat, glaube ich, bei AM und ich würde erstmal anfangen, einfach wie bei mir so die Anfangssituation war. Und zwar, ich habe halt diese Academy durchgelernt, sage ich mal. Und ich wollte eigentlich direkt rein in den Markt, direkt rein in die Master traden. Harmonic Scanner, Ninja, MM, alles Mögliche. Und eine Sache, die ich aber immer wieder gehört habe, war eben, was auch gerade Finn gesagt hat, 90% ist Mindset und 10% ist Skillset. Und habe ich halt erstmal so auf mich wirken lassen, so habe mir nicht allzu viele Gedanken drüber gemacht und habe halt so ein bisschen getradet. Und die Resultate, die ich halt bekommen habe, waren, ich sag mal, nicht die, die ich mir erhofft habe, nicht die, die ich mir erwünscht habe. Und aber wenn man drüber nachdenkt, ist eigentlich ganz logisch, weil bevor man in den Markt investiert, ist es für mich viel wichtiger und ich denke auch, dass es für jeden besser so wäre, wenn man erstmal in sich selber investiert, in das Mindset. Vergleichsweise, wenn man ein Haus baut, als erstes muss man das Fundament bauen, als erstes muss man den richtigen Boden dafür schaffen, bevor man ein großes Haus bauen kann. Und so ist es im Prinzip auch mit IM. Und IM ist für mich dieses Investment einfach, quasi das Fundament eben. Und das ist so das erste Wichtige, was ich für mich gemerkt habe, was ich für mich lernen konnte, bevor es halt ans Traden ging. Und eine zweite wichtige Sache ist auch der Umgang mit Rückschlägen, wie man mit SL-Hits umgeht, wie man einfach mit Minus umgeht. Und da gehen Grüße raus an Patrick, und zwar hat er mir was ganz Wichtiges auf den Weg gegeben, und zwar ist es diese Denkweise, dass man angenommen, man denkt, man ist ein Multimillionär. Wenn ich dann mit meinem, was weiß ich, 100 Euro, 200 Euro Konto und SL kassiere, dann juckt mich das am Tag dann danach nicht mehr. Wenn ich dann wieder einen Take Profit hätte oder was auch immer. So Geduld und Patience Pace. Das ist das Allerwichtigste für mich, womit ich auch sehr zu kämpfen hatte, weil
ich bin generell einfach von Natur aus eher ein ungeduldiger Mensch. Und genau, auf jeden Fall, Ungeduld sollte einen nicht beeinflussen, das ist ganz wichtig. Und genau, auch wenn man jetzt einen SL kassiert, eine Weisheit von einem guten Kollegen von Finn war: Wir gewinnen nicht jede Schlacht, aber dafür jeden Krieg. Und das ist auf jeden Fall was, ich glaube, das ist, was für jeden, ja, sprich, erklärt sich selbst. Im Endeffekt, wenn man alles einhält, wenn man Risikomanagement einhält, Chancen-Risiko-Verhältnis etc., dann wird man am Endeffekt halt profitabel. Und das ist, denke ich, auch das Wichtigste. Und der dritte und letzte Punkt auch eigentlich ist Consistency. Weil egal, was man macht, das ist auch vergleichsweise mit einem Gym. Wenn man nur zweimal in der Woche geht, dann kommen keine Resultate. Wenn man nicht jeden Tag dranbleibt, wenn man, und sei es nur eine Go-Live-Session, wenn man jeden Tag eine Go-Live-Session anschaut und sich jeden Tag was reinzieht, dann wächst man auch einfach, dann wächst das Mindset, genauso wie im Gym die Muskeln dann wachsen. Und ja, das ist also das, was ich bis jetzt mitnehmen konnte. Und das verändert dann auch auf jeden Fall von Mindset her und auch von den Resultaten, weil erst wenn man das Mindset verändert, wenn man sein Fundament baut, dann wird man auch profitabel. Und ja, ich sag mal, das, was ich so mitnehmen konnte, von meinen Teampartnern, von Patrick, von Finn. Genau, und auch, dass man immer bei denen um Hilfe fragen kann. Die eine Hand wäscht die andere, sage ich immer gern. Und ja, Mann, das war's eigentlich. Yes, Sir, yes, Sir. Ich weiß, er hat mir eben noch gesagt, ich bin voll aufgeregt. Dafür war es absolut brutal, weil Ruben ist einfach eine Legende. Er ist einfach ein G, was Patrick eben meinte. Er kommt aus der Hood. Und ich habe mich letztens so tot gelacht. Er meinte zu mir, er guckt die ganze Zeit Ray Robinson. Ist auch ein Harmonix-Educator. Und er meinte, er feiert ihn auch nochmal, weil der aus Compton kommt. Ich habe mich so weggelacht, deswegen. Und mega nice, Ruben. Du wirst das ganze Potenzial auf jeden Fall auch auf die Straße bringen. Und Ali, ich überlasse dir direkt das Wort. Yes, perfekt. Ruben, erstmal ganz, ganz starker Part. Auch nochmal Props von mir. Und yes, ich habe die Ehre, die nächste Speakerin anzukündigen. Ihr müsst wissen, Alina ist so, ich sag mal so, eine Partnerin von Lea. Und Alina war so ein kleines Küken so am Anfang, dachte ich. Aber sie ist richtig schnell aus sich herausgekommen, weil ich habe sie am Anfang so echt unterschätzt, wirklich echt unterschätzt. Und dann habe ich gesehen, dass Alina immer Stück für Stück immer mehr nach oben geht. Sie schafft immer mehr Steps. Sie hat Trading verstanden, sie hat ein Echtgeldkonto gemacht, sie hat Results gemacht. Sie hatte keine Scheu, irgendwie Leuten davon zu erzählen. Und ich habe gemerkt, dass sie in den letzten 2 Monaten so zu mir kam: Hey Ali, warte mal ab, ja, die nächste Zeit wird richtig krass. Als sie einen Partner gestartet hat, da sagt sie so: Glaub mir, da kommen noch ein paar hinterher. Und ich so: Ja, Alina, komm, mach mal erstmal, lass mal deine Taten sprechen. Und Alina hat ihre Taten sprechen lassen, zu 100%. Und sie hat vor 1,5 Monaten ungefähr auf meiner Mastermind mal kurz gespeakt, wer sich erinnern kann, wer drauf war. Und ich dachte mir so: Alter, wie krass speakst du denn? Sie mit so einer sanften Stimme, richtig locker, irgendwie null nervös. Und das habe ich so gefühlt. Deswegen, Alina gehört für mich auf jeden Fall auf die Bühne. Und ich bin auf jeden Fall ready, Alina, für dein Part. Ich weiß, du wirst das rocken. Seid auf jeden Fall gespannt. Schreibt mit. Und let's go. Lass den Chat explodieren. Hörst du uns? Ah, nochmal, nochmal. Sorry. Ich habe mich verklickt. Hört ihr mich alle? Yes, perfekt. Erstmal danke für das mega geile Elifying, Ali. Es kam richtig von Herzen. Ich habe mich auch mega gefreut, auch das erste Mal auf deiner Mastermind speaken zu können. Glaub mir, ich war extrem nervös, aber es ist einfach etwas, das ich extrem gerne mache. Hier auf dem BYOB Team Call zu speaken ist auf jeden Fall auch eins meiner Ziele, dass ich hier gleich vom Whiteboard abhaken kann. Also ich freue mich extrem, hier speaken zu können. Und habe mir gerade deswegen auch extrem viele Gedanken darüber gemacht, so worüber ich überhaupt reden kann. Und dachte da direkt an einfach, dass ich persönliche Erfahrungen mit euch teile. Denn ich bin schon eine ganze Weile hier am Start, also ich bin schon eine ganze Weile dabei, aber ich bin noch nicht so eine ganze Weile so richtig dabei. Und da habe ich mich einfach mal reflektiert und geguckt, so wer war ich am Anfang? Womit bin ich gestartet? So die Alina von vor 7 Monaten quasi. Und habe da einfach mal gemerkt, dass ich tatsächlich mit Level 0 an Persönlichkeitsentwicklung gestartet bin. Ich hatte nicht nur das noch nie umgesetzt oder sowas, hatte ich alles noch gar nicht gemacht, Bücher gelesen, was auch immer. Ich hatte noch nicht einmal davon gehört und ich wollte das auch gar nicht für mich annehmen. Denn ihr müsst wissen, ich war halt schon immer eine extrem selbstbewusste Person. Ich war mir meiner selbst sehr sicher, habe auch meine Meinung immer gut vertreten und dachte auch, ich bin eine sehr, sehr bodenständige Person.
Weshalb ich auch nie irgendeinen Gedanken daran verschwendet habe, dass ich mich quasi noch verbessern könnte. So, mit so einem starken Selbstbewusstsein hat man natürlich einige Vorteile, einfach vom Auftreten her und so weiter. Aber das hat auch einfach ein riesen Ego verursacht. Und das habe ich lange gar nicht erkannt, erst so beim Reflektieren. Und ja, deswegen, das war auch der Grund, warum ich nie auf Teamcalls war. Und das war ich wirklich nicht. Ich hatte gar keinen Bock. Ich habe am Anfang die Academy komplett durchgeballert, war Go Live und so weiter. Trading, da habe ich richtig meine Liebe drin gefunden. Aber Teamcalls konnte ich überhaupt nicht für mich annehmen, weil ich gar keine Ahnung davon hatte, so Persönlichkeitsentwicklung, wie ich das jetzt in meinen Kopf lasse. Nicht nur so, keine Ahnung wie, sondern ich hatte gar keinen Platz, gar keinen Raum, um das irgendwo da reinzukriegen, weil ich viel zu engstirnig gedacht habe. Ich musste meine ganze Denkweise von Grund auf ändern. Und das war extrem schwierig für mich, weil ihr müsst wissen, ich bin gestartet zwischen Abi und Studio. Also ich hatte quasi 24/7 nichts zu tun, gar keine Verpflichtungen, absolut Freizeit, ich konnte machen, was ich wollte. Und ich habe mich jeden Tag dafür entschieden, Netflix zu gucken. Also wirklich, ich bin auch gar nicht stolz drauf. Aber es war einfach ein Teil von dem, was ich damals war. Und ja, beim Reflektieren habe ich so gemerkt, dass es auch ziemlich lange, während ich bei HM beibehalten habe, diese Angewohnheit, quasi immer Netflix zu schauen, statt auf den Teamcall zu gehen oder so. Aber nur dadurch, dass ich quasi permanent daran erinnert wurde, danke Ali dafür, jetzt ist Teamcall, geh auf den Teamcall, hier Nachricht, da Nachricht, so komm auf den Teamcall, auf jeden Fall dabei sein, auf jeden Fall am Start sein, bei jedem Call. Und das war extrem wichtig für mich, weil ich dann gesagt habe, okay, komm, ich setze mich mal auf den Call. Ich saß dann da zwar mit Kamera aus und so richtig so zurückgelehnt, dachte mir so, bisschen am Handy gespielt, Doodle Jump oder so, keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall nicht zugehört, beziehungsweise nur mit halbem Ohr. Und das hat allerdings schon so ein bisschen gereicht. Einfach das anzunehmen, dass die Teamcalls wichtig sind, so die Info habe ich überhaupt nicht gecheckt. Ich habe es einfach angenommen, weil ich hatte auch gar keinen Bock, die ganze Zeit von Ali angerufen zu werden oder so. Also bin ich auf den Teamcall und habe mir das dann auch so ein bisschen angehört. Und dann so zwischendurch kam immer mal wieder irgendeine Information, wo es so ein bisschen Klick gemacht hat. So immer mal ein bisschen was. Einfach nur so, wo einer irgendwas gesagt hat, ich war dann so ein bisschen hellhörig. Ich dachte mir, okay, ah, das kann man auf jeden Fall mal annehmen. Also das habe ich schon noch nie gehört und so weiter. Klingt auf jeden Fall interessant. Ja, und das war so die Anfänge, wo ich wirklich einfach mal angefangen habe, mich zu öffnen. Und na, das war halt extrem schwierig für mich, denn ich musste halt lernen, dass ich nicht bereits die beste Version meiner selbst war, sondern dass ich diese Person einfach nicht nur werden musste, ich musste diese Person kreieren. Ich musste die beste Version meiner selbst kreieren. Und das einfach, indem ich meine Persönlichkeit einfach mal selber reflektiere und nehme und einfach forme. Ich wusste damals gar nicht, wie formbar wir sind. Also ich dachte, man ist eine Person und ich habe bereits herausgefunden, wer ich bin und so weiter. Aber ich habe mich neu erfunden. Ich habe mich Tag für Tag neu erfunden, einfach durch IM. Und das hat mir so viel gegeben, einfach diese Anwesenheit auf dem Teamcall. Und deswegen, ich habe das extrem unterschätzt am Anfang. Und auch die Leute, die jetzt hier nicht mitschreiben, denn ich bin der Meinung, man kann von absolut jedem etwas lernen. Also gerade das ist ja absolut der beste Call dafür, um das zu beweisen. Weil hier gerade die Leute, die gerade erst gestartet sind, die kleine Resultate gemacht haben und die jetzt einfach ihre Chance bekommen, einfach ein bisschen zu sprechen, so wie ich. So, die haben noch gar nicht so viel mitzugeben. Aber man kann von jedem etwas lernen. Und einfach alles aufzuschreiben, ist der erste Step dafür. Ich habe mir damals nie vorgestellt, dass ich irgendwann einen Stift und einen Zettel in der Hand habe, geschweige denn so richtig meine Bücher. Ich habe jetzt zig Bücher liegen und für jedes Thema so ein anderes, bin komplett durchstrukturiert. Und ich lese mir die auch durch. Ich habe die hier nicht nur liegen, ich habe nicht nur gerade auch mitgeschrieben natürlich, sondern ich lese mir die durch, ich markiere, was wichtig ist und so weiter. Bis zu diesem Step zu kommen, hat extrem viel bei mir also ausgelöst. Das war ein sehr, sehr langer Prozess. Und der Auslöser dafür war eigentlich ein ganz simpler. Und zwar, die Teamcalls waren schön und gut, aber ganz wichtig für mich war mein erstes Teamtraining in Düsseldorf. Damals bei David eine kurze Hause und ich hatte eigentlich gar keinen Bock, an dem Tag dahin zu tuckern, so 2 Stunden Fahrt mit Lea gemeinsam. Aber wir haben uns schon extrem gefreut, einfach die Leute mal nicht nur auf dem Bildschirm zu sehen, sondern persönlich kennenzulernen. Ist extrem schade, dass das im Moment nicht so gut stattfindet. Aber ja, auf jeden Fall bin ich da angekommen, wurde herzlich begrüßt von allen, obwohl die mich quasi gar nicht kannten, habe ein paar neue Kontakte geknüpft und so weiter. Es war ein richtig, richtig guter Tag. Und ich kann nicht von vielen Situationen in meinem Leben behaupten, dass sie mir zu 100% im Gedächtnis bleiben werden und auch gerade sind. Aber dieses Teamtraining, ich erinnere mich an jeden Satz, den jeder Speaker gesagt hat. Und nicht nur, weil ich alles aufgeschrieben habe und nochmal aufgeschrieben, weil ich alles immer wieder aufgeschrieben habe, weil ich das einfach wissen wollte, sondern weil so ein paar
Nuggets einfach mich so richtig tief getroffen haben, weil das gerade die Informationen waren, die ich brauchte zu dem Zeitpunkt. Ich erinnere mich noch ganz genau daran, wie Leander damals sagte, fang klein an, um dich dann immer mehr zu erweitern. Also, dass du mehr Selbstbewusstsein durch kleine Erfolge erzielst. Und da habe ich überhaupt mal verstanden, dass es mir überhaupt nichts gebracht hat, dass ich aus meiner Motivation heraus immer 1000 Pläne gemacht habe. Also so wirklich so, ich mache jetzt eine Morgenroutine, eine Abendroutine, ich meditiere jeden Morgen 30 Minuten. Ich habe noch nie in meinem Leben meditiert. Und ich stehe nicht um 10, sondern direkt um 6 auf und ich schaue mir eine Gelegenheit zwischen einem Mentorship-Call und so, alles in einen Tag. Und ich habe alles versucht auf einmal zu machen und wie ihr euch vorstellen könnt, hat das nicht funktioniert. Also das hat so 1-2 Wochen angehalten, so wie man es kennt, man ist motiviert und es funktioniert auch eine Weile. Aber ich habe mir viel zu große Erfolge erhofft in diesen 2 Wochen, weil ich alles gemacht habe, aber nicht so richtig. Und da habe ich erstmal gemerkt, dass ich viel zu schnell wollte. Also wir kennen ja alle Alis Lieblingsnugget aus der Convention, die im November war. Ich glaube, ich habe das an dem Wochenende 100-mal gehört. Think much bigger, much sooner. Und das ist so, so wahr, aber man sollte das auch richtig interpretieren. Das bedeutet nämlich nicht, dass du direkt denken solltest, dass du morgen alle deine Ziele erreichst, die du dir vorgenommen hast, sondern dass du einfach das, was du vorher für unmöglich gehalten hast, also so wie ich damals, als ich Level 0 Persönlichkeitsentwicklung war, einfach zum Möglichen machst, dass du das für möglich empfindest. Aber dass du dir auch die Zeit dafür gibst, das zu erreichen. Denn, also wir kennen das ja, Erfolg ist eine Entscheidung, da stehe ich zu 100% zu, aber Erfolg ist außerdem ein Prozess. Und ich habe mir damals die Zeit nicht gegeben, die Zeit, wenn ich immer mal wieder motiviert war oder so. Und deswegen ist es einfach wichtig, Motivation begeistert dich für etwas. Das ist wahr, Motivation hilft dir in jeder Lebenssituation. Aber nur durch Disziplin kannst du das auch erreichen, was du erreichen möchtest. Das, was du dir in deiner Motivation quasi so vorstellst. Das, was dich motiviert. Und deswegen bin ich extrem, extrem dankbar dafür, dass ich dieses Team habe, dass ich damals IM kennengelernt habe, weil Ali mich damals angerufen hat und mir die ganze Zeit geschrieben hat und das mich auf die Teamcalls verfrachtet, was überhaupt mal mein Mindset ein bisschen geöffnet hat. Weil Leander damals die Nuggets gedroppt hat, die mir einfach diese eine Information gegeben hat, die ich brauchte. Einfach in dem Punkt, wo ich einfach nicht weiterkam. So, und nur weil ich anwesend war, nur weil ich da war, nur weil ich mitgeschrieben habe und das jetzt immer noch weiß, kann ich das jetzt von mir behaupten, dass ich das überwunden habe, dass ich mich dadurch verbessert habe. Und deswegen, also es werden immer Informationen dabei sein, die du noch nicht hast. Oder Informationen, die du noch nicht umgesetzt hast. Und deswegen ist es auch absolut, absolut notwendig, dass wir zum 100.000. Mal in unser Buch schreiben, Consistency is key. Das ist absolut notwendig, egal wie oft du schon reingeschrieben hast, weil wer das gerade nicht mitgeschrieben hat in dem Part von Ruben, also ich kann euch auch nicht mehr helfen. So. Das wäre jetzt der Punkt. Das wäre jetzt der Punkt, wo ihr aufwachen solltet und einfach mal anfangen, das Sinnloseste mitzuschreiben. Das, was für euch sinnlos erscheint, weil ihr euch später vielleicht dafür öffnen könnt, dann die Notizen habt und das euch dann helfen wird. Und das habe ich in meiner Zeit ja auf jeden Fall gelernt. Dass es niemals schlecht ist, mitzuschreiben, dass wir extrem dankbar sein sollten für die Menschen, die uns die ganze Zeit Input geben, helfen, egal wie aufdringlich sie sind. Und ja, das wäre es dann zu mir. Ich gebe dann wieder ab und vielen Dank. Let's go! Puh, da muss man erstmal durchatmen, oder Leute? Also Alina, Leute, ich habe euch nicht zu viel versprochen. Ihr habt gerade gehört, Alina, du hast gerade 44 Menschen auf jeden Fall, einiges auf jeden Fall mitgegeben und ja, ich freue mich so auf die nächsten 44.000 Menschen, die du in Zukunft noch was mitgeben wirst. Deswegen mega, mega krank auf jeden Fall, wirklich. Ich freue mich so auch auf die nächsten Teamtrainings wieder. Ich vermisse das echt so hart. Aber ja, ich bin mega, mega stolz wirklich auf dich. Lea ist mega stolz auf dich. Das ganze Team ist stolz auf dich. Deswegen mega stark. Ich freue mich auf dein P600 diesen Monat. Safe noch. Deswegen let's get it auf jeden Fall. Und ja, die nächste Person, die jetzt den nächsten Speaker ankündigen darf, ist Jonas Färber. Ah, Mr. Färber, da sind sie ja. Sind entstummt. Yes, alright. So, ich habe die Ehre, den lieben Talan anzukündigen. Und bei Talan müsst ihr euch wissen, als ich den Typ auf Insta gesehen habe, habe ich gewusst, das ist direkt ein Spieler. Ich muss den kontaktieren. Ich habe dem geschrieben und Talan war auch ein bisschen skeptisch am Anfang, hat ein bisschen gebraucht, aber hat, ich glaube, nach einer Woche oder 2 Wochen seinen Nebenjob gekündigt, die Entscheidung getroffen, durchzuziehen. Der Junge ist seitdem jeden Tag am Start, bei jedem Call, hat immer die Cam an, schreibt immer mit, ist motiviert. Deswegen würde ich sagen, haut mal ein paar Flammen in den Chat, haut mal ein paar Siemens in den Chat. Für den lieben Talla und Talla, let's go.
Hallo, kann man mich hören? Alles klar. So, ich bin Tala, ich bin 21 Jahre alt und ja, wie er schon gesagt hat, ich bin schon circa ein halbes Jahr und ja, halbes Jahr, aber seit, ich würde sagen, 3 Monaten wirklich richtig am Start. Und ich kann nur sagen, ich bin mega dankbar dafür, dass Jonas mich damals angeschrieben hat. Denn ihr müsst euch einfach so mal vorstellen, ich war schon damals auf der Suche nach etwas, wo ich was schaffen kann. Einfach etwas schaffen kann, Leute inspirieren kann und Leuten einfach irgendwie helfen kann. Und ja, er sagte ja auch schon, das hat ein bisschen vielleicht am Anfang gedauert. Ich war am Anfang sehr skeptisch und so. Und es war nicht, weil ich skeptisch auf das Ganze war, sondern es war dieses zu sehr motivierte auf etwas schaffen, auf etwas irgendwas erreichen. Ich wollte unbedingt etwas erreichen und ich wollte es sofort. Das war mein größter Fehler und ich, ja, dieses sofort jetzt haben. Ne? Ihr kennt immer diese Leute, ja, ich würde gerne das machen, ich würde dieses, das, ja, so viele Dinge erreichen, aber jetzt. Ja, dann musst du erstmal anfangen, Junge. Jetzt musst du erstmal anfangen. Tu doch erstmal was. Ist doch besser, etwas zu machen und es dauert 1-2 Jahre, als nie etwas zu machen. Ne? Und dann habe ich halt die Team-Calls. Ich muss sagen, die Team-Calls, Key für alles. Irgendwie Key für alles. Es macht einfach nur Sinn. Einfach nur dabei sein, zuhören, aufschreiben. Und du kommst allein nur mit Team-Calls. Kommst du mit dem Kopf so weit. Du kommst so weit, das ist so krass. Und das hat mich einfach so entwickelt. Und ja, keine Ahnung, Leute zu sehen, einfach, die etwas erreicht haben, inspiriert einen. Aber wie viele Leute eigentlich hier hinterstecken, wie viele Leute eigentlich hier Gas geben, diese Motivation von den anderen Leuten, die Gas geben, die Hustler, alle Hustler zu sehen, vor allem, wenn alle Camps anhaben und einfach sich präsentieren und sagen, ey, schau mal, du bist nicht alleine, wir gehen den Weg gemeinsam. Wir gehen diesen Weg gemeinsam und du musst nicht alleine gehen, denn auch wenn wir alleine viel schaffen, schaffen wir gemeinsam alles. Und das sind halt so Aspekte gewesen, die mich dann halt auch wirklich weitergebracht haben und Dankbarkeit erhöht haben. Ich habe mich einfach schnell gemerkt, sei für alles dankbar. Scheißegal, was ist, sei dankbar. Sei dankbar. Du lebst, das zählt. Du lebst, du machst was. Wenn ich jetzt so alleine nach hinten gucke und mal so reflektiere, dann merke ich einfach jeden Tag, ey, ich hab Fortschritte gemacht. Wenn man den Tag für sich selber anguckt, ja, okay, dann denkt man sich, man hätte vielleicht das, man hätte das, man hätte das. Aber wenn du dann nach hinten mal guckst und einmal reflektierst und sagst, ah, okay, krass. Guck mal, wo ich damals stand und guck mal, wo ich jetzt stehe. Das sind so Punkte gewesen, die mich einfach wirklich auch immer einen Schritt weiter nach vorne gebracht haben und immer dankbarer gemacht haben. Und wir sind hier einfach wirklich in einem Geschäft, wo wir nicht nur einfach Geld verdienen, sondern wirklich auch Menschen dazu bewegen, was zu tun, zu helfen, allein nur für dieses Gefühl, einem Menschen zu helfen, nach vorne zu kommen. Boah, das ist schon wirklich, das ist wirklich eine andere Ebene und ich bin echt wirklich jeden Tag motiviert und ich bin immer motivierter und wenn es dann nicht so ist, ne, dann mache ich das, was Marvin mal an deinem Call gesagt hat, was er mal macht, 3 Minuten, die Wand anlächeln. Einmal 3 Minuten die Wand anlächeln, einmal durchziehen. Da musst du dich kaputt lachen danach. Ihr müsst es mal machen. Dann lässt du dich einfach kaputt. Und das ist wirklich einfach nur diese Energie, kommt dann einfach von alleine. In dir steckt so viel. In dir steckt so, du hast schon alles, was du brauchst hier drin. Alles, was du brauchst, hast du hier drin. Denn wie gesagt, wie ich schon mal erwähnt hatte, wir suchen nur das Gefühl, wie Richard mal gesagt hat auch, wir suchen eigentlich nur das Gefühl, wie es im Lambo ist und nicht den Lambo zu haben. Und wir haben alles in uns und ich hoffe einfach, dieser Weg, ich habe den Weg für diesen Weg entschieden, weil es einfach schön ist, alleine nur mit euch diesen Weg zu gehen. Und
Ja, ich habe noch nicht herausgefunden, dass es nicht funktioniert, also bleibe ich dran. Und ja, ich würde sagen, ja, ich danke auf jeden Fall. Ich hoffe, ich, jetzt nicht raus. Also ich wollte sagen, ich bin auf jeden Fall mega dankbar, mit euch diesen Weg gehen zu dürfen. Ich freue mich auf eine mega geile Zukunft mit euch allen zusammen, am Ende zu sehen, wer alles dran geblieben ist. Und ja, ich würde einfach wieder zurückgeben. Und ja. Let's go. Tala for the win, Bro. Geisteskrank, wirklich. Hammer, Junge. Bro, ich feiere deine Stimme echt so geil, Alter. Ganz wild. Jetzt, Leute, stopp. Bevor ihr rausgeht, Leander hat noch was Wichtiges. So, kann man mich hören? Perfekt. Dann erstmal einen wunderschönen Abend auf jeden Fall auch meinerseits. Und erstmal fette Props an alle drei Speaker gerade, ja. Es war, glaube ich, für die meisten das allererste Mal, jetzt wirklich vor so einer Gruppe zu sprechen. Ja, bis auf vielleicht mal einen Kennenlern-Call. Aber jetzt wirklich mal einen freien Part. Deswegen mega Props, ja, waren geile Parts, Leute. Und ich glaube, jeder von euch ist nochmal ein bisschen heißer geworden, dass es nicht das letzte Mal war. Ja, dass es definitiv nicht das letzte Mal war. Das nächste Mal noch besser wird, noch geilere Part kommt. Ja, ihr persönlich auf noch anderem Level seid. Und deswegen auf jeden Fall, Leute, droppt nochmal Flammen, Sieben, den Herzen, alles in den Chat rein für die drei Speaker. Aber was ich eigentlich sonst noch sagen wollte, ist, es steht nämlich jetzt demnächst was extrem Nices an, Leute. Ja, wie David es schon sagen würde, wartet mal kurz. Wer von euch hat Lust auf Sonne und Palmen? Wer von euch hat Lust auf Sonne und Palmen? Leute. Droppt mal eine 333 in den Chat, wer Lust auf Sonnen und richtige Palme hat. Perfekt. Einige. Jonas hat auch eine Palme am Start, sehr geil. Alright. Nee, weil für uns alle ist es definitiv möglich, mit nach Mykonos zu fliegen, ja. Dass wir in Urlaub im Endeffekt, ja, vor allem diese Villa, ich weiß nicht, ob ihr das schon alle mitbekommt, diese Villa vor Ort einfach ausgegeben bekommen, einfach den Aufenthalt auch ausgegeben bekommen. Ja, jeder von uns hat wirklich die Chance, dabei zu sein. Es läuft gerade ein aktuellen Incentive, für die, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben, für die, die es schon mitbekommen haben, ja. Nochmal kurz ein Reminder, es läuft ein Incentive. Ali kann vielleicht einmal kurz schon mal eine Bildschirmübertragung machen, kann den Flyer noch einmal kurz zeigen. Hier das Mykonos Incentive, ja, und ab dem P1000 bekommt man die Unterkunft for free, ja, bekommt man die Unterkunft for free. Und wenn ihr überlegen müsst, ja, überlegt einfach mal, P1030 Personen. Ich weiß noch, der Moment, als ich gesagt habe, okay, ich gehe jetzt wirklich all in, da konnte ich das gar nicht mehr stoppen. Da habe ich in so einem kurzen Zeitraum, habe ich auf einmal zack, den P600 gemacht, zack, den P1000 direkt hinterhergeschossen, sogar mit Ansage, mit einem genauen Datum. Es waren, glaube ich, knapp einen Monat später, wirklich hinter dem P600, bam. Und ich hab das Datum gecallt. Und wenn ihr wirklich euch ein Datum setzt, wenn ihr jetzt hier ein Datum habt, wo ihr sagt, da will ich dieses Ziel erreicht haben, dann könnt ihr das Ziel anfangen runterzubrechen, ja, und wisst genau, was ihr im Endeffekt jeden Tag machen müsst, um an dieses Ziel zu kommen. Ja, was ihr jeden Tag machen müsst, um an dieses Ziel zu kommen. Ich weiß, einige sind hier bestimmt noch nicht richtig gelauncht. Ja, sind noch nicht richtig gelauncht. Chris Sulzer hat da letztens in seinem Call drüber gesprochen, in dem Call von David drüber gesprochen. Und zwar, wie man es nochmal wirklich schafft, jetzt auch bei diesem Incentive mitzukommen. Ja, einfach nochmal schaut, okay, Kontaktliste. Wer ist vielleicht noch nicht auf meiner Kontaktliste gewesen? Von wem kann ich im Endeffekt da nochmal an die Nummer kommen? Und wen kann ich nochmal auf das ganze Business pitchen? Wen kann ich das Ganze nochmal erklären? Wen kann ich das Ganze noch zeigen? Oder wie Tala so schön gesagt hat, welchen Menschen kann ich generell noch helfen? Ja, weil ich bin dafür, also mir persönlich hat das Business einfach, das hat mein komplettes Leben verändert. Ja, das hat mir extrem geholfen. In allen Bereichen, ja, vor allem erstmal in der Persönlichkeitsebene, ja, das ist erstmal das, worauf ich immer am stolzesten bin. Wenn mich irgendwer fragt, so, ja, Leander, was sind deine Erfolge denn hier, ja, nach fast 3 Jahren, dann sage ich, ich bin einfach zu einer ganz anderen Person geworden, zu einer Persönlichkeit, die ich mir hätte früher fast gar nicht vorstellen können, ja, und das ist mein größter Erfolg, definitiv. Ja, selbst wenn ich irgendwann Multimillionen habe, genauso wie jeder einzelne von euch, ja, wenn es euer Ziel ist,
dann ist das euer größter Erfolg, die Person zu sein. Da ist Talla auch gerade drauf eingegangen, ja. Ihr wollt eigentlich gar nicht die Person sein, die jetzt, oder ihr wollt jetzt gar nicht unbedingt das Materielle haben, ihr wollt lieber die Person sein. Und das ist auch das, der Punkt, wo ihr am stolzesten drauf sein könnt, diese Person wirklich zu sein. Und fangt an, die Person zu sein, die 30 Leute im Team hat. Fangt an, die Person wirklich, überlegt mal, was macht eine Person, die 30 Personen im Team hat? Ja? Wie läuft die rum? Wie spricht die? Ja? Wie ist die vorbereitet? Ja? Wie geht die auf Menschen zu? Ja? Zögert die? Definitiv nicht. Ja? So, wie sieht das aus? Und connectet euch gerne auch nochmal mit einer Person, die vielleicht da ist, wo die nächsten Steps für euch sind. Ja, sei es jetzt ein P600, sei es ein P1000. Connectet euch dann nochmal mit ein, zwei Leuten, holt euch nochmal ein paar Tipps und dann Vollgas. Dann direkt rein, weil das ist ein Ziel. Es ist definitiv für jeden Einzelnen möglich. Ja, wenn ich damals meine Kontaktliste richtig gelauncht hätte mit der Einarbeitung und mit dem System, was wir aktuell haben, dann wäre ich wahrscheinlich schon damals instant, keine Ahnung was, gegangen. Ja, dann wäre ich wahrscheinlich schon dreimal weiter, als ich jetzt bin. Aber ich musste erst sehr, sehr, sehr oft auf die Fresse fliegen. Ich habe meine Kontaktliste versucht, irgendwie alleine per WhatsApp-Nachrichten teilweise zu launchen, habe denen ein Video rübergeschickt, dann habe ich die selber angerufen, da habe ich 2 Stunden mit denen telefoniert. Nein, das ist kein Schneeballsystem, weil ich keine Ahnung hatte, wie ich das erklären soll. Ja, ich habe alles irgendwie versucht, alleine zu machen, aber wir haben jetzt ein System. Ihr habt so krass viel Hilfe. Ja, ihr kriegt eine genaue Anleitung, Step by Step, wie ihr einfach die beste Quote rausholen könnt und wie ihr im Endeffekt aus jeder einzelnen von euren Kontaktlisten ein P1000 zaubern könnt. Ja, ihr müsst nur noch sagen, ich bin ready, ich bin bereit, es umzusetzen. Ich habe Bock auf Palmen. Ja, ich habe Bock auf Palmen, Meer und so eine geile Villa mit geilen Leuten. Ihr müsst euch auch vorstellen, ihr seid ja im Endeffekt eine ganze Woche mit Führungskräften da. Ja, ihr werdet in dieser Woche so enorm wachsen. Auf jeden Leadership-Trip, wo ich war, bin ich so enorm nochmal gewachsen. Ja, wegen den anderen Leadern, die da waren, weil ich so viel von anderen Leuten da nochmal lernen konnte, weil das echt, eure Average of 5 wird auf einmal so brutalst angehoben. Ja, ihr werdet danach nochmal, nach diesem Incentive-Trip, nochmal einen Riesensprung machen. Und das ist wirklich etwas, was jeder von euch definitiv mitnehmen sollte. Deswegen gebt auf jeden Fall Gas. Ja, wie gesagt, connectet euch mit der Person, die da steht, holt euch ein paar Tipps und dann geht ab in die Umsetzung. Und dann würde ich sagen, ich gebe nochmal die letzten Worte rüber an Ali. Vielen Dank, Leute. Ich wünsche noch verdammt gern Abend. Let's get it. Let's go. Und ich hoffe, wir sehen uns bei den Palmen in der Sonne. Let's go. Gott sei Dank ist das aufgenommen. Peace out, Leute. Wir sehen uns. DJ Khaled! Come with me, leave all of your things, yeah. You can stop.